Du hast eine ausgeklügelte Anlagestrategie festgelegt und nun möchtest du, dass sie auch langfristige Erfolge verspricht? Dann ist es sinnvoll, dass du dich mit dem Rebalancing im Detail auseinandersetzt. Von Zeit zu Zeit wird es nämlich notwendig sein, dein Portfolio umzuschichten, um deiner Anlagestrategie treu bleiben zu können. Also, wenn du jetzt mehr wissen willst, dann schau rein. Wir werden dir jetzt viele Tipps zum Thema Rebalancing geben. Wenn dir das Video gefällt, dann hinterlass uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. Und wenn du auch noch Freunde und Bekannte hast, die auch schon ein ETF-Depot haben, dann empfehle ihnen doch gerne dieses Video auch weiter. Und natürlich nicht zu vergessen, hier unten abonniere gerne unseren Channel. Rebalancing nennt man die Methode, die zum Ziel hat, deine ursprüngliche Portfoliostruktur wiederherzustellen bzw. wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Bevor du dich mit dem Rebalancing beschäftigst, solltest du dir zunächst als allererstes Gedanken darüber machen, was für eine Anlagestrategie du verfolgen möchtest. Eine Anlagestrategie ist ein Konzept, das den Erfolg deines Portfolios erhöhen und gleichzeitig die Risiken minimieren soll. Zur Erstellung deiner Anlagestrategie solltest du dir dann folgende Fragen stellen. Erstens, wie viel Risiko bist du bereit einzugehen? Es ist immer wichtig zu bedenken, dass eine hohe potenzielle Rendite auch immer in Verbindung mit einer höheren Risikobereitschaft steht. Daher ist es essentiell, dass du dir darüber bewusst bist, welche Konsequenzen deine Anlageentscheidung im positiven wie auch im negativen Sinne bewirken könnten. Wir empfehlen daher, dass du zuallererst ein Risikoprofil von dir erstellst. Das kannst du beispielsweise hier in diesem Link umsonst tun. Als Ergebnis erhältst du deinen Score, den du für deine Aktienquote heranziehen kannst. Zweitens, wie möchtest du dein Portfolio strukturieren? Da du nun weißt, wie viel Risiko du bereit bist einzugehen, kannst du nun dein Portfolio so strukturieren, dass es deinen Vorstellungen entspricht. Die Wahl und der Anteil der Anlageklasse entscheiden über Renditemöglichkeiten, aber auch über das damit verbundene Risiko. Risikoärmere Anlagen sind zum Beispiel Tagesgeld, Festgeld oder Anleihen-ETFs. Risikoreichere Anlagen sind hingegen Aktien-ETFs, Rohstoff-ETFs oder Einzelaktien. Du musst dich dabei natürlich nicht für eine der aufgezählten Anlagemöglichkeiten entscheiden, sondern hast die Möglichkeit, diese bunt zu mischen. Der Anteil an zum Beispiel Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen bestimmt letztendlich, wie viele Chancen und Risiken du bereit bist einzugehen. Drittens, möchtest du dein Portfolio personalisieren? Du hast dich zum Beispiel nun dazu entschlossen, in welchem Verhältnis du die vorher genannten Anlageklassen in dein Portfolio einfließen lassen möchtest. Es gibt jedoch auch innerhalb dieser jeweiligen Kategorien für dich Möglichkeiten, dein Portfolio weiter zu verfeinern und zu individualisieren. Nehmen wir an, du möchtest einen Teil deines Portfolios in Aktien-ETFs investieren. Jetzt hast du die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wenn ja, welchen Fokus du setzen möchtest. So könntest du auf Nachhaltigkeit, zukunftsträchtige Technologien oder alteingesessene Branchen setzen. Hast aber auch die Möglichkeit, gleichmäßig verteilt in weltweite Unternehmen, zum Beispiel mit dem MSCI World, zu investieren, ohne dich auf eine bestimmte Branche festlegen zu müssen. Ähnliche Möglichkeiten bieten dir die anderen Anlageklassen auch. Um den Erfolg deiner nun festgelegten Anlagestrategie zu garantieren, ist es wichtig, dass du diese langfristig verfolgst. Dazu ist es notwendig, dass du dein Portfolio von Zeit zu Zeit umschichtest, was man Rebalancing nennt. Beim Rebalancing stellen sich drei große Fragen: Wann, wie oft und wie gehe ich das Rebalancing praktisch an? Zunächst einmal die gute Nachricht: Da unkompliziert. Aus Renditegesichtspunkten ist es nämlich grundsätzlich egal, wann du das Rebalancing anwendest, um deine ursprüngliche Portfoliostruktur wiederherzustellen. Allerdings könnten die Monate Oktober und November aus steuerlichen Gründen besonders sinnvoll gewählte Zeitpunkte sein, um das Rebalancing anzuwenden. Jährlich hat man nämlich einen Steuerfreibetrag von 800 € bzw. 1.602 €, wenn man verheiratet ist. So können womöglich Gewinne realisiert werden, die dann gar nicht oder zumindest nicht voll besteuert werden. Am sinnvollsten ist es, das Rebalancing seines Portfolios einmal pro Jahr anzugehen. Das Ergebnis kannst du am besten nachvollziehen, wenn du dir die jetzt folgenden Grafiken einmal ansiehst. In der ersten Grafik siehst du die Wertentwicklung von 1999 bis 2020, und zwar mit vier verschiedenen Graphen.
Der erste Graph in blau wäre, wenn man einmal im Jahr rebalanced, und zwar ein MSCI World Portfolio mit 50% und 50% deutsche Staatsanleihen. Wenn man das dann wiederum zweimal im Jahr rebalanced, wenn man es jeden Tag rebalanced oder wenn man es gar nicht rebalanced. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass die Rendite, wenn man es einmal pro Jahr rebalanced, bei 6,4% im Schnitt lag. Und wenn man gar kein Rebalancing anwendet, dann hätte sie bei 5,52 gelegen. Also habt ihr hier schon mal einen Renditevorteil. Zusätzlich kommt dazu, dass das Risiko, wenn man es einmal pro Jahr rebalanced, auch nur bei 7,16% liegt. Und wenn man es gar nicht rebalanced, bei 8,05%. Und dann zeigen wir euch hier noch ganz rechts das Risiko-Rendite-Verhältnis an, in der Fachsprache auch Sharpe-Ratio genannt. Und je höher diese Zahl ist, desto besser ist dementsprechend das Rendite- und Risikoverhältnis. Und hier seht ihr auch, dass bei einem einmaligen Rebalancing pro Jahr der Wert bei 0,66 liegt und damit am höchsten. Sprich, hier könnt ihr wunderbar ablesen über diesen Zeitraum von knapp 20 Jahren, dass einmal ein jährliches Rebalancing für euch am meisten Sinn macht. In unserem Blogartikel, den wir euch hier oben einmal verlinken, findet ihr auch noch weitere Grafiken. Nämlich zum Beispiel, wie das Rebalancing isoliert in der Internetblase war, in der Finanzkrise und auch jetzt im Corona-Crash. Also schaut da gerne mal rein. Stell dir vor, du hast deine Anlagestrategie definiert und nun 1.000 Euro investiert. Um bei einem einfachen Beispiel zu bleiben, sagen wir, du hättest diese Summe in nur zwei ETFs zu gleichen Teilen angelegt. Der Wert des ETF 1 hat sich nach 5 Jahren verdreifacht, liegt also jetzt bei 1.500 Euro. Während der Wert des ETFs 2 nicht gestiegen und somit immer noch bei 500 Euro liegt. Damit befindet sich dein neuer Depotwert nun bei 2.000 Euro. Allerdings hat dein ETF 1 so gut performt, dass er nun 75% deines Portfolios ausmacht, der ETF 2 aber nur noch 25%. Wenn du weiterhin der Meinung bist, dass deine ursprünglich definierte Anlagenstrategie die richtige ist, solltest du das dort angestrebte Verhältnis zwischen ETF 1 und ETF 2 wiederherstellen, also rebalancen. Du hast zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Entweder investierst du neues Kapital, zum Beispiel einen Teil deines Ersparten, in die unterrepräsentierte Anlageklasse, kaufst also den ETF 2 aus unserem Beispiel nach, oder du verkaufst Anteile des starken ETF 1 und kaufst dafür Anteile am schwächeren ETF 2 nach. In jedem Fall solltest du am Ende wieder zu gleichen Teilen ETF 1 und ETF 2 in deinem Portfolio haben. Ein echtes Portfolio beinhaltet natürlich in der Regel mehr als die von uns im Beispiel genannten zwei Anlagen. Sei bitte daher beim Umschichten sowohl zwischen den Anlageklassen, also zum Beispiel beim Verhältnis Aktien zu Festgeld, als auch innerhalb der Anlageklassen, zum Beispiel das Verhältnis von MSCI World zu MSCI Emerging Markets, akribisch, um deine Anlagestrategie beizubehalten. Da bei einem echten Portfolio die Werte häufig nicht so schön rund und einfach sind wie in unserem Beispiel, gibt es nützliche Tools, die dir beim Rebalancing helfen können. Wir empfehlen dir beispielsweise, den Hilfsrechner von Finanzfluss auszuprobieren, den wir dir hier unten einmal verlinken. Beim Rebalancing fallen in der Regel Transaktionskosten an. Du bist zum Beispiel der Meinung, dass bestimmte Aktien in deinem Portfolio einen zu großen Anteil einnehmen? Dann könntest du diese verkaufen, um deine ursprüngliche Portfoliostruktur wiederherzustellen. Wie bei einem Kauf verursacht auch der Verkauf in Form von Transaktionsgebühren Kosten. Diese belaufen sich zwischen 5 bis 20 Euro bzw. 0,5 bis 1% des gehandelten Gegenwerts. Steuer auf Veräußerungsgewinne können beim Rebalancing anfallen, da gewinnbringende Veräußerungen von Wertpapieren steuerpflichtig sind. Du hast jedoch, wie zuvor beschrieben, die Möglichkeit, Freibeträge zu nutzen. Deine Anlagestrategie, unter anderem basierend auf deinem individuellen Risikoprofil, sollte langfristig durchgezogen werden. Allerdings musst du damit rechnen, dass sich dein Portfolio im Laufe der Jahre anders entwickelt als geplant. Hier kommt Rebalancing ins Spiel. Schichte dein Portfolio einmal pro Jahr um und halte so deine Anlagestrategie auf dem Laufenden. Achte dabei darauf, dass du sowohl die Gewichtung zwischen den verschiedenen Anlageklassen als auch innerhalb der Anlageklassen wiederherstellst. So, wir hoffen, dass dir unser Video gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlass uns doch gerne einen Daumen nach oben und für mehr spannenden Content darfst du auch gerne unseren Channel hier unten abonnieren.
Ansonsten follow uns doch gerne auch bei Facebook und Instagram für mehr und andere spannende Inhalte. Wir sagen bis demnächst.